Zunächst die wichtigsten Szenen. Man spürte es förmlich. Diese Bayern ganz in Rot, von links nach rechts, wollten es heute wissen. Erste Minute und erster Warnschuss durch Jupp Kappelmann. Eckball für Bayern, Uli Hoeneß. Hansen, der Verteidiger, weit aufgerückt. Rummenigge, Berti Vogts vor die Füße von Schwarzenbeck. Und 1:0 nach 7 Minuten, ein frühes Tor. Hier die Wiederholung. Der Eckstoß. Schöne Flanke nach innen. Schwarzenbeck nutzt die Chance. 1:0. Dann Hoeneß, der mit seinen langen Sprints immer wieder die Abwehr der Borussen auffriss. Gerd Müller läuft frei. Schwarzenbeck könnte wieder schießen. Bleibt hängen, aber der Ball trudelt vor die Füße von Hoeneß. 2:0, 9 Minuten. 9. Minute, nur 2 Minuten nach der Führung. Die Wiederholung. Hoeneß, Schwarzenbeck. Und der Schütze. Die Begeisterung im Olympiastadion kannte keine Grenzen. Wenige zaghafte Angriffsversuche der Gladbacher. Berti Vogts fordert seine Kameraden zum Mitstürmen auf, was viel zu selten geschah. Wittkamp zu Bonhoff. Der sieht Heinkes starten. Der schießt auch direkt, aber vorbei. Erste Chance der Borussen in der 14. Minute. Hoeneß. 30, 40 Meter Sports meist. Müller läuft mit. Ist völlig frei, müsste schießen. Umspielt aber selbstbewusst noch einmal. Kleff wollte es tun und vergab diese große Chance. Hoeneß, Doppelpass mit Müller. Dürnberger läuft mit. Nochmal zurückgepasst zu Hoeneß. Und er trifft wieder das Ziel. 3:0. 59. Spielminute. Das Spiel war entschieden. Dann Kappelmann, gefoult von Kleff. 64. Minute, Elfmeter für Bayern München. Und Gerd Müller täuschte Kleff geschickt. Das sensationelle 4:0 war fertig. Wie kam es dazu? Die Stimmung der 74.000 schien nicht mehr zu überbieten. Ein wahres Fußballvolksfest, bei dem auch Bundestrainer Helmut Schön nicht fehlen durfte. So sah das Spiel der Münchner meist aus. Ballkontrolle, sich anbieten in die Breite und Tiefe und mit solchem Treiben den Gegner einschläfern, in Sicherheit wiegen. Der Mann des Tages, Uli Hoeneß, mit einem erstaunlichen Comeback, der erst Klinkhammer, dann Rainer Bonhoff meist die Absätze zeigte. Natürlich spielte heute auch der Ehrgeiz mit, denn auf des Gegners Bank saß ein gewisser Udo Lattek. Links im Bild. Dann Bonhoff Freistoß, Sepp Maier. Die Krise der Bayern vor einem Jahr scheint wirklich überwunden. Detmar Kramer, heute Nacht auf der Reise nach Saragossa, wo er sich morgen Real Madrid anschaut, hat ganze Arbeit geleistet, sich nicht stören lassen, die Nostalgie des Erfolgs wieder geweckt und alte Kräfte freigemacht. Und der Ballführende hier, Franz Beckenbauer, hat mit seiner Spielkunst dabei geholfen. In dieser ganz auf rationelle Art eingestellten Mannschaft steckt wieder Selbstvertrauen, das für Real Madrid auch nötig erscheint. Alle waren begeistert, auch Trainer Miljan Miljanic aus Madrid. Bayern hat das Glück gehabt, schnelle Tore zu machen und den richtigen Tag erwischt gegen einen Gegner, den ich sehr gut kenne. Und das ist schon eine super Mannschaft. So wie Bayern spielt heute, gibt es keine Mannschaft. Also als Bayern-Fan finde ich das schon riesig bisher. Habe ich bisher eigentlich nicht erwartet. Das schönste Spiel, was ich bis jetzt in der letzten Zeit vom FC Bayern gesehen habe, vor allen Dingen Angriff ist gespielt worden, ist es ja wirklich schnell, direkt. Das ist ein sehr schönes Spiel. Fast so wie die zweite Halbzeit gegen Lissabon, gegen die Benfica. Kann ich nichts sagen, ich freue mich nur wahnsinnig. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir gewinnen, ich hoffe, dass wir es halten. Meinte Frau Beckenbauer, und der Einzige, der sich an diesem Tage gegen die Niederlage auflehnte, war Berti Vogts. Ansonsten ging ein Riss durch die ganze Mannschaft, erfasste die Renommierten und die wenigen, die es noch werden wollen. Müdigkeit und Resignation machten sich schneller breit, als der Ball unterwegs war, und wirkten wie ein Bacillus, denn einer steckte den anderen an und so traf man sich beim Durchschnitt. Zu durchsichtig die Spielanlage der Borussen, zu wenig Tempowechsel und zu viel Hochachtung vor der Kampfkraft der Münchner.
Wenn Ideen fehlen, der Zufall die Aktionen bestimmt, da durfte sich der Meister nicht wundern, wenn er zeitweise Lektionen modernen Spiels erteilt bekam. Der Schock von Madrid saß einfach noch zu tief. Stielike, verfolgt von Jupp Capellmann, dem Mädchen für alles, das nicht nur im eigenen Strafraum putzte, sondern auch im anderen fleißig servierte. Am Ende blieb dem geschlagenen Trainer die faire Feststellung. Durch die frühen Gegentore sind wir überhaupt nicht zu unserem Spiel gekommen. Wir haben gespielt wie das Kaninchen, das vor der Schlange steht und vor lauter Ehrfurcht erstarrt. Es war teilweise wie eine Bestrafung für uns und wir hätten uns auch nicht beklagen können, wenn wir noch wesentlich mehr Tore eingefangen hätten. In unserer stärksten Phase nach der Halbzeit, als wir dem 2:1 nahe waren, kam dann der endgültige K.O. durch das 3:0 und dann hat die Mannschaft vollkommen aufgesteckt. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen in der Leistung von Mittwoch in Madrid und heute. Wir haben heute leider nicht das zeigen können, was ich gerne...